Kolasinacs Zukunft wird klarer. Die Chancen auf einen Verbleib des Linksverteidigers bei Schalke 04 werden immer geringer. Angeblich soll der FC Chelsea die besten Karten für eine Verpflichtung von Sead Kolasinac haben. Das berichtet der Mirror. Auch Manchester City und der FC Everton buhlen um die Gunst des 23-Jährigen. Trotz angebotener Gehaltszahlungen von 100.000 Pfund die Woche soll Kolasinac aber einen Wechsel zu den Blues bevorzugen. James legt sich mit Zidane an. Nachdem der Kolumbianer vorzeitig vom Platz genommen wurde, hat er seinem Trainer den Handschlag verweigert und wütend gegen die Ersatzbank geschlagen. Zinedine Zidane zeigt für sein Verhalten jedoch Verständnis. Er sei mit James zufrieden gewesen und finde es auch normal, dass man sich an einer solchen Situation aufrege. Als Spieler wolle man immer 90 Minuten auf dem Platz sein, so Zidane. Köln-Bosse kritisieren Ultras. Aufgrund der Ingewahrsamnahme einiger FC-Ultras haben die Fans im Spiel gegen Frankfurt weitgehend auf die Unterstützung ihres Teams verzichtet. Dafür hat Manager Jörg Schmadtke kein Verständnis. Die Pfiffe hätten der Mannschaft nicht geholfen, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Auch bei Clubpräsident Werner Spinner stößt das Fanverhalten auf Unverständnis. Er habe sich darüber sehr geärgert. Bei einem solchen Saisonverlauf könne er so eine Reaktion nicht nachvollziehen, sagte Spinner. Eberl stapelt weiter tief. Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach tritt weiterhin auf die Euphoriebremse. Natürlich wolle man nach oben schauen, aber wenn man verloren hätte, hätte man über Abstiegskampf sprechen müssen, sagte Max Eberl nach dem 1:0-Erfolg gegen Hertha BSC. Durch den Sieg habe man zwar 7 Punkte Vorsprung auf Rang 16, trotzdem wolle man weiterhin demütig bleiben, so Eberl.